Wir leben im Zeitalter der Vernunft und die Aufregung um die globale Erwärmung kommt als Wissenschaft daher. Aber das ist keine Wissenschaft, sondern Propaganda. Ein Zusammenhang zwischen der globalen Erwärmung und dem Ausstoß von Treibhausgasen ist nicht bewiesen. Uns werden Lügen aufgetischt. Darauf läuft es hinaus. In der Vergangenheit war CO2 nie ein Klimatreiber. Wenn der CO2-Gehalt in der Atmosphäre zunimmt, sollen die Temperaturen steigen. Aber die Eisbohrkerne belegen genau das Gegenteil. Damit ist die zentrale These der ganzen Theorie des durch den Menschen verursachten Klimawandels widerlegt. Die anthropogene, also von Menschen verursachte globale Erwärmung ist längst nicht mehr nur eine Theorie über das Klima. Sie ist eines der bestimmenden politischen und moralischen Themen unserer Zeit. Aktivisten sagen, die Zeit der Debatten sei vorbei. Kritik, egal wie fundiert, sei unzulässig. Schlimmer noch, gefährlich. Aber dieser Film wird zeigen, dass die derzeitigen Temperaturen nicht ungewöhnlich sind, dass sich das Weltklima immer verändert hat und wissenschaftliche Erkenntnisse sich nicht mit der Behauptung decken, das Klima werde durch Kohlendioxid bestimmt, ob von Menschen verursacht oder nicht. Überall hört man, der durch die Menschen verursachte Klimawandel sei zweifellos bewiesen. Aber das sind Lügen. Ich glaube schon an die globale Erwärmung. Ich glaube nur nicht, dass sie durch CO2-Emissionen der Menschen verursacht wird. Vor ein paar Jahren noch hätte ich gesagt, es ist das CO2. Denn wie alle anderen auch, habe ich den Medien geglaubt. Die Berichte über den von Menschen verursachten Klimawandel werden von Tag zu Tag apokalyptischer. Und doch sagen eine Reihe führender Klimaforscher, dass die Theorie einfach nicht schlüssig ist. Im Verlauf der Erdgeschichte gab es Phasen, in denen der CO2-Anteil 3 oder gar 10-mal so hoch war wie heute. Wenn CO2 so großen Einfluss auf das Klima hätte, müsste das an den Temperaturrekonstruktionen sichtbar werden. Aus geologischer Sicht würde man CO2 keineswegs für einen wichtigen Klimatreiber halten. Nicht eine der großen Klimaveränderungen der letzten 1000 Jahre kann mit CO2 erklärt werden. In der Vergangenheit war CO2 nie ein Klimatreiber. Es heißt immer, Tausende von Wissenschaftlern seien sich einig, dass der Mensch einen katastrophalen Klimawandel verursacht. Nun, ich bin einer der vielen Wissenschaftler, die meinen, dass das nicht stimmt. Die von Menschen verursachte globale Erwärmung ist nicht einfach nur eine wissenschaftliche Theorie. Sie wird auch vom Weltklimarat der UNO, dem IPCC, gefördert. Das IPCC ist wie jede UN-Organisation politisch und seine Beschlüsse sind politisch bestimmt. Die Behauptung, dem IPCC gehörten die 1500 oder 2500 weltbesten Wissenschaftler an, ist schlicht nicht wahr. Die Veröffentlichungen dieser Leute zeigen, dass eine Menge Nichtwissenschaftler darunter sind. Um auf die Zahl 2500 zu kommen, mussten sie auf Gutachter und Regierungsmitarbeiter zurückgreifen. Auf jeden, der auch bloß zu ihrem Umfeld gehörte. Niemand wurde gefragt, ob er einverstanden ist. Viele waren es nicht. Die Spezialisten, die dem Bericht nicht zustimmen und ausgeschieden sind, davon kenne ich einige, werden einfach auf die Autorenliste gesetzt und gehören so zu diesen 2500 weltbesten Wissenschaftlern. Diese Geschichte handelt davon, wie aus einer Theorie über das Klima eine politische Ideologie wurde. Ich möchte es nicht einmal mehr als Umweltbewegung bezeichnen, denn es ist eine Bewegung politischer Aktivisten, die auf globaler Ebene sehr einflussreich geworden sind. Es ist die Geschichte der Verzerrung einer ganzen Wissenschaftsdisziplin. Um an Forschungsgelder zu kommen, brauchen Klimaforscher ein Problem. Es gibt ein gesteigertes Interesse daran, Panik zu verbreiten, denn dann fließt Geld in die Klimaforschung. Auf keinen Fall sollte man sagen, vielleicht gibt es gar kein Problem. Diese Geschichte handelt davon, wie eine politische Kampagne zu einem bürokratischen Selbstläufer wurde. Tatsache ist, zehntausende Arbeitsplätze hängen mittlerweile an der globalen Erwärmung. Sie ist ein Riesengeschäft.
Das ist ein riesiger, eigenständiger Industriezweig geworden. Wenn die ganze Erderwärmungsnummer in sich zusammenbrechen würde, säßen eine Menge Leute auf der Straße. Es ist eine Geschichte von Zensur und Einschüchterung. Ich habe erlebt, wie sie Gift und Galle spucken, wenn jemand nicht ihrer Meinung ist. Das ist nicht gerade die wissenschaftliche Herangehensweise. Klimaforschung ist eine unglaublich verbissene Wissenschaft. Für mich ist das ein Zeichen von Schwäche. Im Jahre 2005 ließ das britische Oberhaus die wissenschaftlichen Beweise für die menschengemachte globale Erwärmung überprüfen. In dieser Untersuchung war Lord Lawson of Blaby führend, der in den 80er Jahren als Schatzkanzler, als erster Politiker Geld für die Klimaforschung zur Verfügung gestellt hatte. Unsere Untersuchung war sehr eingehend. Wir holten unzählige Expertenmeinungen ein und fassten sie zu einem Bericht zusammen. Mich überraschte dabei, mit welcher Unsicherheit die Wissenschaft behaftet war. Tatsächlich gab es mehr und mehr Leute mit Bedenken, die teilweise aber davor zurückschreckten, ihre Skepsis offen auszusprechen und sie nur im Privaten äußerten. Manche erklärten aber auch öffentlich: Moment mal, das ergibt einfach keinen Sinn. Es wird gesagt, der Klimawandel sei besorgniserregend. Aber das Erdklima verändert sich ständig. In der langen Geschichte der Erde hat es zahllose Phasen gegeben, in denen es viel wärmer oder kälter gewesen ist als heutzutage. Das Klima war immer im Wandel, auch ohne Zutun des Menschen. Den derzeitigen Trend der Erwärmung kann man über mindestens 200 Jahre zurückverfolgen, bis zum Ende einer sehr kalten Periode in der Erdgeschichte, die von Klimaforschern als kleine Eiszeit bezeichnet wird. Im 14. Jahrhundert brach in Europa die kleine Eiszeit an. Beweis dafür sind solche alten Bilder von der Themse, die während der härtesten und kältesten Winter der kleinen Eiszeit zufror. Auf dem Eis wurden wunderbare Volksfeste veranstaltet. Man lief Schlittschuh auf der Themse und stellte Verkaufsbuden auf. Geht man noch weiter zurück vor die kleine Eiszeit, stößt man auf ein mildes, goldenes Zeitalter mit höheren Temperaturen, als wir sie heutzutage erleben. Diese Periode wird die mittelalterliche Warmzeit genannt. Man muss sich bewusst machen, dass dieses Klima im Mittelalter ein ganz anderes Leben ermöglichte. Wir verbinden mit der Erwärmung heute katastrophale Auswirkungen. Doch aus welcher Warte man diese Warmzeit auch betrachtet, schien sie mit Reichtum einherzugehen. In Europa war dies die Blütezeit des Kathedralenbaus. Eine Zeit, in der Geoffrey Chaucer zufolge sogar im Norden Englands Wein gedieh. In ganz London finden sich noch kleine Hinweise auf die Reben, die in der mittelalterlichen Warmzeit dort wuchsen. Es war also eine wunderbar reiche Zeit. Diese kleine Kirche symbolisiert das gewissermaßen. Sie zeugt von einem Zeitalter großen Wohlstands. Wenn wir in der Geschichte noch weiter zurückgehen, entdecken wir weitere Warmzeiten, darunter eine anhaltende Periode während der Bronze- und der Steinzeit, von Geologen Holozänes Maximum genannt. In dieser Zeit waren die Durchschnittstemperaturen deutlich höher als heute, und das mehr als 3000 Jahre lang. Blickt man 8000 Jahre zurück im Holozän, unserer gegenwärtigen Glazialphase, war es damals viel wärmer als heute. Die Eisbären haben das offensichtlich überlebt. Wie wir sind sie sehr anpassungsfähig und diese Wärmeperioden in der Vergangenheit, die sogenannten Hypsithermalen, stellen für sie kein Problem dar. Die Klimaschwankungen in der Vergangenheit waren eindeutig natürlichen Ursprungs. Warum meinen wir, dass das heute anders ist? Im derzeitigen Klimaalarm gilt die Industriegesellschaft als Übeltäter. Dank der modernen Industrie gibt es heute für jedermann Güter im Überfluss, die früher fast ausschließlich den Reichen vorbehalten waren. Neue Technologien haben das Leben leichter und erfüllter gemacht. Die Welt ist dank moderner Transport- und Kommunikationsmittel enger zusammengerückt.
Der industrielle Fortschritt hat unser Leben verändert. Aber hat er auch das Klima verändert? Nach der Theorie der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung führt industrielles Wachstum zu einem Temperaturanstieg. Aber stimmt das? Wer behauptet, Kohlendioxid sei wesentlich für die Erwärmung im 20. Jahrhundert verantwortlich, hat sich nicht mit den grundlegenden Daten befasst. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts war ein Großteil der Welt noch nicht industrialisiert. Nur wenige Menschen besaßen ein Auto, viele hatten nicht einmal Strom. Die Produktion in den wenigen Industrieländern war noch ziemlich primitiv und durch die Weltwirtschaftskrise angeschlagen. Das änderte sich nach dem Zweiten Weltkrieg. Konsumgüter wie Kühlschränke, Waschmaschinen, Fernsehgeräte und Autos wurden in Massen für einen internationalen Markt produziert. Der Wirtschaftsboom der Nachkriegsjahre bedeutete weltweit einen explosionsartigen Anstieg der Industrieproduktion. Wie passt das zu den Temperaturaufzeichnungen? Dies ist die Erdtemperaturkurve des 20. Jahrhunderts, auf die sich der Weltklimarat stützt. In den vergangenen 150 Jahren ist es nur ein halbes Grad Celsius wärmer geworden. Aber erstaunlicherweise gab es den größten Temperaturanstieg zwischen 1905 und 1940. In einer Zeit, in der noch relativ wenig industriell produziert wurde. Nach 1940, als die Industrie wuchs, wurde es auf der Welt kühler. Diese Abkühlung wird in anderen Temperaturrekonstruktionen noch deutlicher. Dies ist der Temperaturverlauf in der Arktis im 20. Jahrhundert. Auch hier ist der Anstieg vor 1940 am stärksten und während des Wirtschaftsbooms der Nachkriegsjahre fällt die Temperatur wieder, 35 Jahre lang. Der CO2-Ausstoß ist ab etwa 1940 exponentiell gestiegen, aber die Temperatur begann ab 1940 zu fallen, und zwar bis 1975. Sie steht also in einem entgegengesetzten Verhältnis. Wenn die CO2-Emission rapide zunimmt, die Temperaturen aber sinken, kann man nicht sagen, dass CO2 und Temperatur aneinander gekoppelt sind. Die Temperaturen stiegen bis 1940 deutlich an, eine Zeit, in der die Menschen noch relativ wenig CO2 produzierten. Und in der Nachkriegszeit, als die Wirtschaft weltweit in Schwung kam und die CO2-Produktion zunahm, wurde es kälter auf der Erde. Mit anderen Worten, die Fakten passen nicht zur Theorie. Genau als die Industrie nach dem Zweiten Weltkrieg boomte und der Kohlendioxidausstoß stieg, wurde es auf der Erde kühler, sodass die Angst vor einer neuen Eiszeit aufkam. Das schien völlig unlogisch und scheint es bis heute. Wie kommen wir darauf, dass Kohlendioxid für den Klimawandel verantwortlich ist? CO2 macht nur einen Bruchteil der Gase der Erdatmosphäre aus. Die Veränderungen des atmosphärischen CO2-Gehaltes werden in Teilen pro Million gemessen. Prozentual gesehen macht der CO2-Anteil in der Atmosphäre neben all den anderen Gasen wie Sauerstoff, Stickstoff, Argon und so weiter nur 0,054% aus. Das ist ein unglaublich geringer Anteil. Und der Prozentsatz, der durch die Menschen verursacht sein soll und für so viel Aufregung sorgt, ist natürlich noch kleiner. Der Treibhauseffekt ist nur ein Faktor im Weltklimasystem und CO2 ist ein relativ unbedeutendes Treibhausgas. Die Atmosphäre besteht aus einer Vielzahl von Gasen. Nur ein sehr kleiner Prozentsatz davon sind Treibhausgase, von denen wiederum 95% Wasserdampf sind. Wasserdampf ist ein Treibhausgas und zwar das bei weitem wichtigste. Nicht nur, dass CO2 lediglich ein unbedeutendes Treibhausgas ist, es ist alles andere als sicher, dass Treibhausgase überhaupt für den Klimawandel verantwortlich sind. Zur Klärung hilft ein Blick in den Himmel, genauer in die sogenannte Troposphäre. Beim Treibhauseffekt wird es in der Mitte der Troposphäre, in den ersten 10-12 Kilometern der Atmosphäre, wärmer als auf der Oberfläche. Das lässt sich theoretisch fundiert mit der Wirkungsweise des Treibhauseffekts begründen. Der Treibhauseffekt entsteht folgendermaßen. Die Sonne schickt ihre Wärme auf die Erde hinunter. Ohne Treibhausgase würde die Sonnenstrahlung direkt zurück in den Weltraum reflektieren. Der Planet wäre kalt und unbewohnbar.
Treibhausgas fängt die entweichende Hitze in der Troposphäre auf, einige Kilometer über der Erdoberfläche. Und hier müsste den Klimamodellen zufolge die Erwärmung am größten sein, wenn die Treibhausgase die Ursache sind. Sämtlichen Modellrechnungen zufolge müsste es umso wärmer werden, je höher man von der Erdoberfläche in die Atmosphäre gelangt. Über dem Äquator müsste es die stärkste Erwärmung in etwa 10 Kilometer Höhe geben. Einer der für die Messung der Erdatmosphäre verantwortlichen Wissenschaftler ist Professor John Christie. Er wurde 1991 von der NASA für außerordentliche wissenschaftliche Leistungen geehrt. Und 1996 wurde Christie von der amerikanischen Meteorologischen Gesellschaft für bedeutende Fortschritte in der Klimaüberwachung ausgezeichnet. Er war außerdem einer der führenden Autoren des Weltklimarates der Vereinten Nationen, kurz IPCC. Forscher wie Professor Christie nutzen zwei Methoden, um die Temperatur in der Erdatmosphäre zu messen: Satelliten und Wetterballons. Wir stellen durchweg fest, dass sich die Atmosphäre über großen Teilen unseres Planeten nicht so stark erwärmt wie die Erdoberfläche in der betreffenden Region. Das bereitet uns einiges Kopfzerbrechen, denn die Theorie ist einleuchtend. Ihr zufolge müsste sich die obere Atmosphäre rapide aufheizen, wenn die Erdoberfläche wärmer wird. Der Temperaturanstieg in diesem Teil der Atmosphäre ist aber alles andere als dramatisch und passt nicht zu der in den Klimamodellen dargestellten Theorie. Eines der Probleme, an dem diese Modelle kranken, ist die Prognose, dass es in der Atmosphäre, außer in den Polarregionen, mit zunehmender Höhe immer wärmer wird. Doch die Daten, nicht nur die Satellitendaten, über die alle reden, sondern auch die der Wetterballons, zeigen ziemlich eindeutig, dass dem nicht so ist. Tatsächlich scheint es, als würden die Oberflächentemperaturen etwas stärker steigen als die der Höhenluft. Das ist ein großer Unterschied. Diese Daten lassen darauf schließen, dass die beobachtete Erwärmung vermutlich nicht auf Treibhausgase zurückzuführen ist. Die Beobachtungen zeigen keinen mit der Höhe zunehmenden Temperaturanstieg. Im Gegenteil ist mit zunehmender Höhe eine geringfügige Abnahme zu beobachten. Man kann also sagen, dass die These der durch den Menschen verursachten globalen Erwärmung durch die Fakten widerlegt ist. Die jüngste Erwärmung der Erde geschah zur falschen Zeit am falschen Ort. Wenn CO2 die Ursache für den Klimawandel wäre, dann hätten die Temperaturen während des Wirtschaftsaufschwungs der Nachkriegszeit steigen müssen, in der Troposphäre noch stärker als auf der Erdoberfläche. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Findet sich in der langen Geschichte des Erdklimas irgendein Hinweis, dass Kohlendioxid jemals eine Temperaturveränderung bewirkt hat? Eine Möglichkeit, die klimatische Vergangenheit zu erforschen, sind Eiskernbohrungen. Und mit ihrer Hilfe sind Wissenschaftler tatsächlich auf einen Zusammenhang zwischen CO2 und dem Wandel des Weltklimas gestoßen. Die Eiskerne werden immer wieder als Beleg für die durch den Menschen verursachte globale Erwärmung herangezogen. Aber ein Ergebnis der Eiskernanalyse wird nur äußerst selten erwähnt. Professor Ian Clark ist ein führender Arktis-Paläoklimatologe. Er studiert die Temperaturbedingungen auf der Erde vor Hunderttausenden von Jahren. Zur Betrachtung des Klimas über eine lange Zeitspanne untersuchen wir geologisches Material. Bei einer Eisprobe beispielsweise rekonstruieren wir die Temperatur anhand von Isotopen und untersuchen die im Eis eingeschlossene Luft auf ihren CO2-Gehalt. Professor Clark und andere Wissenschaftler haben tatsächlich Beweise für einen Zusammenhang zwischen Kohlendioxid und Temperatur gefunden. Nur weist er in die falsche Richtung. Das sind die Daten des sogenannten Eiskerns von Vostok. Im roten Bereich sehen wir die Temperatur seit einer sehr frühen Zeit beständig steigen. Bis zum Ende einer Kaltzeit nimmt sie zu und dann sehen wir den Anstieg des CO2-Gehalts. Dieser bleibt hinter dem der Temperatur zurück. Es gibt eine zeitliche Verzögerung. Der Anstieg der Temperatur ist dem des CO2 um 800 Jahre voraus. Es hat mehrere wichtige Untersuchungen von Eiskernen gegeben. Jede brachte das gleiche Ergebnis. Die Temperatur steigt oder fällt. Und nach einigen hundert Jahren folgt das Kohlendioxid.
Offensichtlich ist Kohlendioxid nicht die Ursache dieser Erwärmung. Vielmehr kann man sagen, dass die Erwärmung zur Zunahme von Kohlendioxid führt. CO2 kann eindeutig nicht die Ursache von Klimaveränderungen sein. Es ist eine Folge davon. Die in den Eiskernen gespeicherten Daten treffen den Kern des vorliegenden Problems. Es heißt, mit der Zunahme von CO2 als Treibhausgas steigen die Temperaturen. Doch die Eiskerndaten belegen genau das Gegenteil. Damit ist die zentrale These der ganzen Theorie des durch den Menschen verursachten Klimawandels widerlegt. Aber wie kann es sein, dass höhere Temperaturen zu einem Anstieg von CO2 in der Atmosphäre führen? Die Antwort findet sich in den Tiefen der Weltmeere. Die Ozeane enthalten riesige Mengen Kohlendioxid und Jahr für Jahr geben sie davon einen Teil in die Atmosphäre ab, weit mehr als die Menschen freisetzen. Aber gleichzeitig können die Ozeane auch große Mengen CO2 aus der Atmosphäre absorbieren. Und wie viel sie freisetzen und wieder aufnehmen, hängt von der Temperatur ab. Wie jedes Kind aus seinem Erdkundebuch weiß, findet zwischen den Meeren und der Atmosphäre ein Kohlendioxidaustausch statt. Wenn sich die Weltmeere erwärmen, setzen sie Kohlendioxid frei. Wenn sie sich wieder abkühlen, nehmen sie Kohlendioxid auf und speichern es. Aber warum gibt es zwischen einer Temperaturveränderung und dem Kohlendioxidgehalt in den Meeren eine zeitliche Verzögerung von mehreren hundert Jahren? Das liegt vermutlich daran, dass die Ozeane so ungeheuer groß und tief sind und buchstäblich Jahrhunderte brauchen, um sich zu erwärmen oder abzukühlen. Die Meere sind riesig und bedecken einen Großteil der Erdoberfläche. Aufgrund ihrer Ausdehnung benötigen sie häufig Hunderte von Jahren, um sich entweder aufzuwärmen oder abzukühlen. Die weit verbreitete Ansicht, Kohlendioxid verursache den Klimawandel, steht im Widerspruch zu vielen verfügbaren wissenschaftlichen Daten, zu Messwerten von Wetterballons und Satelliten und zu den Auswertungen von Eiskernen und anderen historischen Klimainformationen. Aber wenn nicht CO2 den Klimawandel verursacht, was ist es dann? Ist die Annahme nicht absurd, dass wir Menschen, wenn wir tanken oder das Licht anschalten, dadurch das Klima bestimmen? Man schaue nur einmal in den Himmel, auf die riesige Sonne. Im Vergleich zu ihr sind wir Menschen selbst mit unserer derzeitigen Bevölkerung von 6,5 Milliarden unbedeutend. In den späten 80er Jahren hat der Astrophysiker Piers Corbin eine völlig neue Form der Wettervorhersage versucht. Trotz der hervorragenden Ausstattung des britischen Meteorologischen Dienstes lieferte Corbins neue Methode durchweg genauere Prognosen. Von der Presse wurde er als Wetterpapst gefeiert. Das Geheimnis seines Erfolges war die Sonne. Unsere Langzeitprognose hat sich aus dem Studium der Sonnenflecken entwickelt und aus dem Wunsch, diese vorhersagen zu können. Dabei stellte ich fest, dass es noch interessanter war, die Sonne für die Wettervorhersage zu nutzen. Heute weiß man, dass Sonnenflecken starke Magnetfelder sind, die bei hoher Sonnenaktivität auftreten. Doch bereits lange vor dieser Erkenntnis beobachteten Astronomen jahrhundertelang in aller Welt Sonnenflecken. Sie glaubten, mehr Flecken verhießen wärmeres Wetter. Im Jahre 1893 entdeckte der britische Astronom Edward Maunder, dass während der kleinen Eiszeit kaum Flecken auf der Sonne zu sehen waren. Es war eine Periode geringer Sonnenaktivität, die auch als Maunder-Minimum bezeichnet wird. Aber wie verlässlich sind Sonnenflecken als Wetterindikatoren? Ich habe es überprüft, indem ich gegen die Vorhersagen des Meteorologischen Dienstes gewettet habe. Und Monat für Monat habe ich Geld gewonnen. Vergangenes Jahr hatte der Wetterdienst einen außergewöhnlich kalten Winter vorhergesagt. Wir meinten, das sei Blödsinn. Es werde ein fast normaler Winter und sagten dezidiert, wann es kalt werden würde, nämlich nach Weihnachten und im Februar. Wir hatten Recht und sie Unrecht. 1991 stellten Wissenschaftler am dänischen Meteorologischen Institut eine Liste der im 20. Jahrhundert erfassten Sonnenflecken auf und verglichen sie mit den Temperaturaufzeichnungen.
Sie stellten dabei eine unglaubliche Übereinstimmung von Veränderungen der Sonnenaktivität und der Erdtemperatur fest. Bis ungefähr 1940 nahm die Sonnenaktivität stark zu. Sie fiel bis in die 70er Jahre ab und stieg dann erneut an. Als wir diesen Zusammenhang zwischen Temperaturen und Sonnenaktivität bzw. der Dauer der Sonnenfleckenzyklen feststellten, hieß es, das könne Zufall sein. Um zu beweisen, dass es kein Zufall ist, mussten wir einen längeren Zeitraum in der Vergangenheit untersuchen. Professor Friis Christensen und seine Kollegen trugen astronomische Aufzeichnungen der vergangenen 400 Jahre zusammen und verglichen Sonnenfleckenaktivität und Temperaturschwankungen miteinander. Erneut stellten sie eine große Übereinstimmung von Veränderungen der Sonnenaktivität und der Temperatur auf der Erde fest. Anscheinend war die Sonne, nicht Kohlendioxid oder irgendetwas anderes, verantwortlich für den Wandel des Klimas. Durch ihre Strahlung hat die Sonne einen direkten Einfluss auf die Erde. Aber Forscher haben nun festgestellt, dass sie über ihre Rolle bei der Wolkenbildung das klimatische Geschehen auch indirekt bestimmt. Tatsächlich beeinflusst die Sonne das Erdklima in so vielfältiger Weise, dass die Entsprechung von Veränderungen der Sonnenaktivität und dem Klima kaum überraschen sollte. If you had X-ray eyes, hätte man Röntgenaugen, dann würde man statt eines freundlichen gelben Balls einen wütenden Tiger sehen. Die Sonne ist ein brutales Ungeheuer. Sie stößt gigantische Gaswolken aus und produziert unendliche, gewaltige Sonnenwinde, die für immer um die Erde fegen. In gewisser Weise befinden wir uns innerhalb der Sonnenatmosphäre. Die Intensität ihres Magnetfeldes hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts mehr als verdoppelt. Im Jahre 2005 veröffentlichten Astrophysiker der Universität Harvard in einer Fachzeitschrift der amerikanischen Geophysischen Vereinigung die folgende Grafik. Die blaue Linie zeigt die Temperaturveränderungen in der Arktis während der letzten 100 Jahre. Und hier ist der Anstieg von Kohlendioxid im gleichen Zeitraum. Beide Linien scheinen in keinem Zusammenhang zu stehen. Und nun noch einmal die Temperaturaufzeichnung und, dargestellt durch die rote Linie, die Sonnenaktivität des vergangenen Jahrhunderts, und zwar unabhängig voneinander erstellt von Wissenschaftlern der NASA und der amerikanischen Behörde für Meeres- und Atmosphärenforschung. Die Sonnenaktivität stimmt über mehrere hundert Jahre in einem Zehnjahreszyklus mit dem Polareis und den arktischen Temperaturen überein. Für viele Wissenschaftler liegt deshalb die Schlussfolgerung auf der Hand. Die Sonne sorgt für den Klimawandel. CO2 ist irrelevant. Wenn das aber so ist, warum werden wir dann Tag für Tag damit konfrontiert, dass die Erderwärmung durch den Menschen verursacht ist? Warum sehen so viele Leute in Medien und anderswo darin eine unumstößliche Wahrheit? Um zu verstehen, wie die Theorie der globalen Erwärmung so mächtig werden konnte, muss man wissen, wie sie entstanden ist. Unheilverkündende Wetterszenarien sind nicht neu. Bereits im Jahr 1974 warnte eine BBC-Fernsehserie, schwere Stürme und Dürre könnten Vorboten einer nahenden Katastrophe sein. Aber was für eine alarmierende Entwicklung war das eigentlich? Hinter der Serie stand der ehemalige New Scientist-Herausgeber Nigel Calder. In unserem Film The Weather Machine vertraten wir die damals gängige Auffassung einer globalen Abkühlung und einer neuen drohenden Eiszeit. Nach Jahrzehnten fallender Temperaturen warnten Experten, eine kältere Welt könnte dramatische Folgen haben. Aber inmitten dieser Weltuntergangsstimmung gab es einen Hoffnungsschimmer. Der schwedische Wissenschaftler Bert Bolin wies vorsichtig darauf hin, der menschengemachte Kohlendioxidausstoß könne helfen, die Erde zu erwärmen. Er war jedoch keineswegs sicher. Es gibt noch sehr viel Öl und riesige Mengen Kohle, die wir in immer größerem Umfang verbrennen.
Wenn wir so weitermachen, könnte es in ungefähr 50 Jahren auf der Erde ein paar Grad wärmer sein. Aber sicher ist das nicht. Wir waren die Ersten, die Bert Bolin aus Schweden im internationalen Fernsehen über die Gefahren von CO2 berichten ließen. Ich weiß noch, wie heftig ich von führenden Experten kritisiert wurde, ihn in seinen Hirngespinsten noch zu bestärken. Auf dem Höhepunkt der Eiszeitfurcht der 70er Jahre schien Bert Bolins exzentrische Theorie einer vom Menschen verursachten globalen Erwärmung absurd. Zweierlei sorgte für einen Meinungsumschwung. Zum einen wurde es wärmer, zum anderen streikten die britischen Bergleute. Für Großbritanniens Premierministerin Margaret Thatcher war Energie ein drängendes politisches Problem geworden. Anfang der 70er Jahre hatte die Ölkrise für eine weltweite Rezession gesorgt. In Großbritannien hatte zudem der Bergarbeiterstreik Stromausfälle zur Folge und so zum Sturz der konservativen Regierung geführt. Margaret Thatcher war entschlossen, Ähnliches zu verhindern. Wir haben in diesem Land das Aufkommen einer organisierten revolutionären Minderheit erlebt, deren wahres Ziel der Zusammenbruch von Recht und Ordnung und das Ende der parlamentarischen Demokratie ist. Die Politisierung dieses Themas begann mit Margaret Thatcher. Sie war zu meiner Zeit als Energieminister immer darum bemüht, die Atomenergie zu fördern. Das war lange, bevor der Klimawandel ein Thema wurde. Denn sie machte sich Sorgen um die Energiesicherheit und traute weder dem Nahen Osten noch der Gewerkschaft der Bergarbeiter. Um nicht von Öl und Kohle abhängig zu sein, setzte sie auf den Ausbau der Kernenergie. Und als dann das Thema globale Erwärmung aufkam, kam ihr das sehr gelegen, denn es lieferte ein weiteres Argument für die Atomkraft, die keine CO2-Emissionen verursacht. Darum ging es ihr. Aber das wird seither falsch dargestellt. Sie wandte sich also an die Wissenschaftler der Royal Society und bot ihnen finanzielle Unterstützung, um das zu beweisen. Natürlich griffen die zu und bewiesen es. In dem Moment, in dem Politiker ihren Einfluss geltend machen und ihren Namen mit etwas verknüpfen, wird unweigerlich Geld fließen. So läuft es nun mal. Und unweigerlich begannen Forschungs- und Entwicklungsinstitutionen aus dem Boden zu schießen und das Klima zu untersuchen. Und zwar unter besonderer Berücksichtigung eines Zusammenhangs von Kohlendioxid und Temperatur. Im Auftrag von Margaret Thatcher richtete der britische Wetterdienst 1988 eine Klimaforschungsabteilung ein, die die Basis für ein neues internationales Komitee, genannt Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, oder Weltklimarat war. Der erste große Bericht sagte als Folge der globalen Erwärmung eine Klimakatastrophe voraus. Ich erinnere mich, dass mich bei der Pressekonferenz der Wissenschaftler zweierlei überrascht hat. Erstens die Einfachheit und Eingängigkeit der Botschaft sowie die Vehemenz, mit der sie vorgebracht wurde. Und zweitens die völlige Missachtung der gesamten bisherigen Ergebnisse der Klimaforschung, darunter übrigens auch die zur Bedeutung der Sonne, mit denen sich noch wenige Monate zuvor eine Konferenz der Royal Society beschäftigt hatte. Dass ausdrücklich von Menschen freigesetzte Kohlendioxidemissionen als mögliches Umweltproblem genannt wurden, gefiel nicht nur Margaret Thatcher. Das war eindeutig vorteilhaft für den, wie ich es nenne, Umweltfundamentalismus, der zu mittelalterlichen Zuständen zurück und alle Maschinen und Autos abschaffen wollte. Dessen Anhänger waren begeistert, denn für sie war Kohlendioxid ein Symbol der Industrialisierung. Kohlendioxid ist ein Industriegas und gewissermaßen verbunden mit Wirtschaftswachstum, Transport und Autos, mit dem, was wir unter Zivilisation verstehen. In der Umweltbewegung gibt es Kräfte, die schlicht gegen Wirtschaftswachstum sind. Patrick Moore gilt als einer der führenden Umweltaktivisten seiner Generation. Er ist ein Mitbegründer von Greenpeace.
Das Einschwenken auf das Klima als wichtigen Schwerpunkt hatte zwei ganz bestimmte Gründe. Der eine war, dass die vernünftigen Maßnahmen, die wir von der Umweltbewegung empfahlen, Mitte der 80er Jahre bei der Mehrheit der Leute mittlerweile auf Zustimmung stießen. Wenn die Mehrheit aber mit einem einer Meinung ist, ist es ziemlich schwierig, einen Konfrontationskurs zu halten. Um eine Gegenbewegung zu bleiben, blieb nur immer extremere Positionen zu vertreten. Als ich bei Greenpeace ausstieg, wurde gerade eine Kampagne zum weltweiten Verbot von Chlor geplant. Ich sagte, Leute, das ist ein Element des Periodensystems. Ich bin mir nicht sicher, ob es uns zusteht, ein ganzes Element zu verbieten. Der andere Grund für das Aufkommen des Umweltextremismus war das Scheitern des Weltkommunismus. Als die Mauer fiel, wechselten viele Friedens- und Politaktivisten in die Umweltbewegung. Sie brachten ihren Neomarxismus mit und lernten mit Hilfe von grünem Vokabular sehr geschickt, ihre Ziele zu verschleiern, die mehr mit Antikapitalismus und Antiglobalisierung zu tun haben als mit Ökologie oder Wissenschaft. Durch das offenkundige Scheitern des Sozialismus und erst recht des Kommunismus, so wie er praktiziert worden war, war die Linke etwas orientierungslos geworden. Und so blieben sie zwar die Antikapitalisten, die sie waren, brauchten aber für ihren Antikapitalismus eine neue Aufmachung. Es gab eine erstaunliche Art von Allianz, von Margaret Thatcher auf der rechten bis zu den extrem linken antikapitalistischen Umweltschützern. Und das sorgte für die Verbreitung einer ziemlich abwegigen Idee. Anfang der 90er Jahre war die von Menschen verursachte globale Erwärmung keine exzentrische Klimatheorie mehr. Sie war eine wie geschmiert laufende Kampagne, die in der Folge immer mehr staatliche Zuwendungen erhielt. Vor Bush Senior betrugen die Fördermittel für die Klimaforschung und verwandte Bereiche etwa 170 Millionen Dollar pro Jahr, was für eine wissenschaftliche Disziplin von dieser Größenordnung angemessen ist. Diese Mittel sind um mehr als das Zehnfache auf 2 Milliarden pro Jahr angestiegen. Das hat viel verändert, hat neue Jobs geschaffen und Leute angezogen, die sich zuvor nicht dafür interessiert haben. So kamen ganze Belegschaften zusammen, deren einziges Interesse auf dem Gebiet war, dass es die globale Erwärmung gibt. Wenn ich forschen wollte, sagen wir zum Beispiel über die Eichhörnchen von Sussex, würde ich seit 1990 in meinen Förderantrag schreiben, Erforschung des Nuss-Sammelverhaltens von Eichhörnchen unter besonderer Berücksichtigung der Erderwärmung. Auf diese Art würde ich mein Geld bekommen. Ohne Bezug auf die globale Erwärmung vermutlich nicht. Wir alle konkurrieren um Forschungsgelder. Und wenn das eigene Arbeitsgebiet im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses steht, lässt sich plausibler erklären, warum es gefördert werden sollte. Ein Großteil dieser Forschungsgelder ist in die Entwicklung von Computermodellen geflossen, die das Klima der Zukunft vorausberechnen sollen. Aber wie genau sind diese Computersimulationen? Dr. Roy Spencer war leitender Klimaforscher im Marshall Space Flight Center der NASA. Er wurde für seine wissenschaftlichen Leistungen mehrfach ausgezeichnet. Klimamodelle sind nur so gut wie die Annahmen, auf denen sie basieren. Und davon fließen Hunderte ein. Wenn nur eine Annahme falsch ist, liegt die Vorhersage weit daneben. Alle Modelle gehen davon aus, dass das von Menschen freigesetzte CO2 die Hauptursache für den Klimawandel ist, nicht etwa die Sonne oder die Wolken. Ich vergleiche es damit, wenn mein Auto nicht rund läuft. Ich ignoriere aber den Motor, das ist die Sonne, und beachte auch nicht das Getriebe, das ist der Wasserdampf, und konzentriere mich stattdessen auf die Mutter am rechten hinteren Rad. Das wäre das CO2. So krank ist die Wissenschaft. Wenn man nicht alle Komponenten genau kennt, die kosmische Strahlung, die Sonne, das CO2, den Wasserdampf, die Wolken und nicht weiß, wie sie zusammenwirken, wenn all das fehlt, dann ist das Modell wertlos.
Die Klimaprognosen variieren enorm. Diese Bandbreite ergibt sich durch geringfügige Veränderungen der Grundannahmen, mit denen die Modelle errechnet werden. Ich weiß, wie man Klimamodelle erstellt. Mit einem mathematischen Modell und ein paar modifizierten Werten kann man alles darstellen. Man kann es wärmer machen oder kälter, indem man Dinge ändert. Für den Laien sehen die Computermodelle beeindruckend aus. Häufig geben sie wilden Spekulationen über das Klima Nahrung, sie wirken streng wissenschaftlich und sie liefern den Medien eine Fülle spektakulärer Geschichten. Als langjähriger Journalist wundere ich mich, wie bei diesem Thema die grundlegenden journalistischen Prinzipien missachtet werden. Es gibt eine ganze Generation von Umweltreportern und Journalisten. Und wenn die Geschichte der globalen Erwärmung den Bach runtergeht, dann war es das auch mit ihrem Job. Die Berichte müssen immer dramatischer werden, denn glücklicherweise gibt es noch ein paar gestandene Nachrichtenredakteure, die erkennen, dass etwas schon vor 5 Jahren so gesagt wurde. Deshalb muss es nun viel, viel schlimmer kommen. Der Meeresspiegel bis nächsten Dienstag um 3 Meter steigen oder so. Sie müssen immer schriller und schriller werden. In den Medien ist es mittlerweile üblich, jeden Sturm oder Hurrikan auf die globale Erwärmung zurückzuführen. Aber lässt sich das wissenschaftlich begründen? Das ist reine Propaganda. In jedem meteorologischen Lehrbuch kann man nachlesen, dass die Ursache von Wetterstörungen der Temperaturunterschied zwischen den Tropen und den Polargebieten ist. Erwärmt sich das Klima weltweit, wird die Differenz kleiner. Das würde bedeuten, dass es weniger Stürme, weniger Schwankungen gibt. Aber das klingt nicht nach Katastrophe. Deshalb wird uns das Gegenteil erzählt. Manchmal wird behauptet, selbst ein leichter Anstieg der weltweiten Temperatur könnte zu einem katastrophalen Abschmelzen der Polkappen führen. Aber wie war das in der Vergangenheit? Wir können das Klima von Grönland über tausende von Jahren zurückverfolgen. Vor 1000 Jahren war es dort viel wärmer als heutzutage. Und dennoch gab es keine dramatischen Abschmelzungen. Selbst wenn wir den Permafrost nehmen, ein erheblicher Teil des Permafrostes, die Eisschicht unter den russischen Wäldern etwa, taute vor 7.000 oder 8.000 Jahren viel stärker auf, als wir das heute beobachten. Wir haben hier also eine weitere historische Vorlage und die Welt ging davon nicht unter. Professor Sion-Ishi Akasofu ist Direktor des Internationalen Arktischen Forschungsinstitutes in Alaska, das weltweit führend ist. Professor Akasofu behauptet, dass die Polkappen im Laufe der Zeit auf natürliche Weise größer werden oder schrumpfen. Es gibt immer wieder Berichte über große Eismassen, die vom Rand der Antarktis brechen. Das muss es schon immer gegeben haben. Doch heute haben wir Satelliten, die das dokumentieren können. Und deshalb wird es zur Nachricht. Das Fernsehen zeigt im Zusammenhang mit der globalen Erwärmung immer große Eisbrocken, die von den Gletscherkanten stürzen. Dabei wird vergessen, dass Eis immer in Bewegung ist. Diese Satellitenbilder der NASA zeigen die gewaltige natürliche Ausdehnung und Abschmelzung des Polareises in den 90er Jahren. In den Nachrichten sieht man häufig Bilder von der Arktis, die abbrechende Eisberge zeigen. Verschwiegen wird dabei, dass das in der Arktis so natürlich ist wie anderswo im Herbst die fallenden Blätter. Ich werde immer gefragt, ob ich von den Gletschern wegbrechendes Eis gesehen habe. Ja, das habe ich. Das ist Frühjahrsabbruch. Den gibt es jedes Jahr. Die Presse möchte immer Beispiele für die Treibhauskatastrophe sehen. Und ich sage dann, die gibt es nicht. Auch für das Ansteigen des Meeresspiegels wird gewöhnlich der Klimawandel verantwortlich gemacht. Aber ist das wissenschaftlich bewiesen?
Veränderungen der Meereshöhen werden im Allgemeinen durch zwei Faktoren bestimmt. Der erste ist der sogenannte lokale Faktor, das Verhältnis zwischen Meer und Land. Dieser hat häufig mehr mit dem Steigen oder Fallen des Landes zu tun als mit dem Meer. Aber dann gibt es noch die sogenannte eustatische Schwankung, eine weltweite Veränderung der Meeresspiegel aufgrund thermischer Ausdehnung der Ozeane. Mit schmelzendem Eis hat das nichts zu tun. Der Prozess ist so langsam, dass es länger als ein Menschenleben dauern würde, auch nur die Anfänge davon zu entdecken. Zudem wird vorgebracht, selbst ein geringer Temperaturanstieg werde in der nördlichen Hemisphäre zur Verbreitung tödlicher Krankheiten wie Malaria führen. Aber stimmt das? Professor Paul Reiter vom Pasteur-Institut in Paris ist ein weltweit anerkannter Experte für Malaria und andere durch Insekten übertragene Krankheiten. Er ist Mitglied eines Expertengremiums der Weltgesundheitsorganisation, war Vorsitzender des Ausschusses für medizinische Entomologie bei der Amerikanischen Gesellschaft für Tropenmedizin und verantwortlicher Autor einer vom US-Kongress in Auftrag gegebenen Einschätzung über die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels. Stechmücken sind nicht tropenspezifisch. Wie man weiß, gibt es Stechmücken auch in gemäßigten Regionen. Sogar in der Arktis gibt es sie reichlich. Die schlimmste Malaria-Epidemie überhaupt wütete in den 20er Jahren in der Sowjetunion. In einem Jahr gab es 13 Millionen Erkrankungen und 600.000 Tote. Eine gewaltige Katastrophe, die bis an den Polarkreis reichte. In Archangelsk gab es 30.000 Infektionen und rund 10.000 Tote. Malaria ist also keine Tropenkrankheit. Trotzdem will uns die globale Erwärmungsbruderschaft weismachen, dass die Malaria sich Richtung Norden ausbreiten wird. Die vom Weltklimarat IPCC herausgegebenen offiziellen Berichte über den Klimawandel sind häufig sehr alarmierend. Aber wie seriös sind sie? Ich war entsetzt, als ich den zweiten und dritten Klimabericht gelesen habe, denn sie enthielten lauter Fehlinformationen. Es gab keinerlei Bezug auf die wissenschaftliche Literatur. Selbst die streng wissenschaftlichen Veröffentlichungen der Spezialisten auf diesen Gebieten wurden nicht einmal erwähnt. In einem Brief an das Wall Street Journal enthüllte Professor Frederick Seitz, der ehemalige Präsident der amerikanischen Akademie der Wissenschaften, dass Ausführungen von Wissenschaftlern durch den IPCC zensiert wurden. Er schrieb, dieser Bericht ist nicht die Version, die von den beteiligten Wissenschaftlern gebilligt wurde. Mindestens 15 Schlüsselabschnitte des Wissenschaftskapitels waren gelöscht worden, darunter Aussagen wie: Keine dezidierten Studien hat klare Beweise erbracht, dass der Klimawandel auf die Zunahme von Treibhausgasen zurückzuführen ist. Keine Studie hat bislang eindeutig bewiesen, dass der Klimawandel ganz oder teilweise durch den Menschen verursacht wird. Professor Seitz schloss, ich habe niemals eine beunruhigendere Korrumpierung des Gutachterverfahrens erlebt, als bei der Erstellung des Weltklimaberichts. In seiner Antwort streitet das IPCC nicht ab, Streichungen vorgenommen zu haben, erklärt aber, der Bericht sei weder auf unlautere Weise entstanden noch tendenziös. Die Unsicherheit über die Gründe für die globale Erwärmung komme darin zum Ausdruck. Die Änderungen gingen auf Stellungnahmen von Regierungen, einzelnen Wissenschaftlern und Nichtregierungsorganisationen zurück. Als ich aus dem IPCC austrat, dachte ich, damit sei die Sache erledigt. Aber als ich den letzten Entwurf sah, war mein Name noch aufgeführt. Ich bat also darum, ihn zu streichen. Daraufhin hieß es, da ich beteiligt gewesen sei, würde er stehen bleiben. Ich sagte, ich sei nicht beteiligt gewesen. Nichts von meinen Aussagen fände sich wieder. Ich musste schließlich rechtliche Schritte androhen, damit mein Name gestrichen wurde. Ich glaube, so etwas ist häufig passiert. Es gibt viele Wissenschaftler, die den Bericht widersprechen und zurückgetreten sind. Ich weiß von einigen. Sie wurden einfach auf die Autorenliste gesetzt und Teil dieser 2500 weltbesten Wissenschaftler. Die Theorie der durch den Menschen verursachten globalen Erwärmung hat heute eine institutionelle Eigendynamik entwickelt. Hier im kenianischen Nairobi haben sich im November 2006 Beamte, Vertreter von Umweltorganisationen, Emissionsfondshändler, Umweltjournalisten und andere zusammengefunden, um über den Klimawandel zu diskutieren. Mehr als 6000 Delegierte kamen zu der von den Vereinten Nationen organisierten zehntägigen Konferenz. Where I live, we have
In meinem Heimatort gibt es einen kommunalen Klimaschutzbeauftragten. Es gibt einen ganzen Rattenschwanz von Leuten, die auf verschiedene Arten rekrutiert wurden, um auf die eine oder andere Art bei dieser Sache mitzumachen. Die Milliarden an Dollar, die in die Klimaforschung fließen, bedeuten, dass ein riesiger Personenkreis von diesem Geld abhängig ist und alles daran setzt, dass die Klimaforschung fortgeführt wird. Jeder, der dann aufsteht und fordert, einen kühlen Kopf zu bewahren und eine sachliche Debatte zu führen, zu überprüfen, wie fundiert, wie stichhaltig das ist, wird geächtet. Ein englisches Sprichwort sagt, wenn du in einer Wurfbude aufstehst, musst du damit rechnen, beworfen zu werden. Mir ist klar, dass so etwas passiert, aber es wird ziemlich unangenehm und hässlich und sehr persönlich. Es gab Morddrohungen und so. Ich mache das also nicht meiner Gesundheit zuliebe. Wenn man heutzutage bezüglich der ganzen Klimawandel-Litanei Skepsis äußert, ist das, als würde man den Holocaust leugnen. Ich bin sicherlich nicht der Erste und nicht der Letzte, der sagt, dass das Geschäft mit der Erderwärmung zu einer Art Religion geworden ist. Und Leute, die eine andere Ansicht vertreten, werden als Ketzer bezeichnet. Ich bin ein Ketzer. Die Macher dieses Films sind alle Ketzer. Die Umweltbewegung agiert politisch und sie ist auf globaler Ebene sehr einflussreich geworden. Und jeder Politiker ist sich dessen heutzutage bewusst. Ob man der Linken, der Mitte oder der Rechten angehört, man muss der Umwelt Rechnung tragen. Die weltweite Klimakampagne hat jüngst einen großen Sieg errungen. Die Regierung der Vereinigten Staaten, einst eine Bastion des Widerstandes, hat eingelenkt. George Bush ist nun ein Verbündeter. Die westlichen Regierungen haben sich zur Notwendigkeit internationaler Abkommen bekannt, mit denen die Industrieproduktion gedrosselt werden soll, sowohl in den Industrieländern als auch in den Entwicklungsländern. Zu welchem Preis? Paul Dreesen ist ein ehemaliger Umweltaktivist. Ich habe die große Befürchtung, dass die Maßnahmen, mit denen angeblich die globale Erwärmung verhindert werden soll, für die ärmsten Völker der Welt verheerende Folgen haben werden. Klimaaktivisten sagen, es schade nichts, auf Nummer sicher zu gehen. Selbst wenn die Theorie der globalen Erwärmung falsch ist, sollten wir drastische Maßnahmen ergreifen, um die Kohlendioxidemissionen zu senken, für den Fall der Fälle. Das ist das Vorbeugungsprinzip. Das Vorbeugungsprinzip ist eine sehr interessante Sache. Es wird im Grunde herangezogen, um eine bestimmte Agenda oder Ideologie zu fördern. Es wird immer nur einseitig angewandt. Es nennt die Risiken bei der Nutzung bestimmter Technologien, fossiler Brennstoffe zum Beispiel, aber nie die Risiken, sie nicht zu nutzen. Nie wird von dem Nutzen gesprochen, den diese Technologien bringen. Ann Wingela kocht das Essen für ihre Kinder. Sie gehört zu den 2 Milliarden Menschen, einem Drittel der Weltbevölkerung, die keinen Zugang zu Elektrizität haben und stattdessen Holz oder getrockneten Tierdung verbrennen. Der Qualm im Inneren der Hütte ist anerkanntermaßen die weltweit tödlichste Form der Luftverschmutzung. Der Weltgesundheitsorganisation zufolge sterben jedes Jahr 4 Millionen Kinder unter 5 Jahren an Atemwegserkrankungen durch verqualmte Innenräume. Millionen Frauen sterben aus demselben Grund vorzeitig an Krebs und Lungenkrankheiten. Bittet man jemanden aus der Landbevölkerung, den Begriff Entwicklung zu definieren, so wird er sagen, die nächste Stufe erreiche ich, wenn ich Strom habe. Keinen Strom zu haben, schafft eine lange Kette von Problemen. Zunächst mal hat man kein Licht. Das bedeutet, man muss früher zu Bett gehen. Ohne Licht gibt es keinen Grund, wach zu bleiben. Man kann im Dunkeln nicht miteinander sprechen. Ohne Kühlung und moderne Verpackungen können Nahrungsmittel nicht aufbewahrt werden. Zum Heizen verursacht ein Feuer zu viel Rauch in der Hütte und verbraucht zu viel Holz. Es gibt kein warmes Wasser. Wir in der westlichen Welt können uns kaum vorstellen, wie hart das Leben ohne Strom ist. Die Lebenserwartung der Menschen, die unter solchen Bedingungen leben, ist erschreckend niedrig. Sie sind in jeder Hinsicht arm dran. In wenigen Kilometern Entfernung hält die UNO an ihrem vornehmen Amtssitz ihre Klimakonferenz ab. Der Souvenirshop verkauft Andenken des einfachen Stammeslebens, während die Delegierten über umweltverträgliche Methoden der Stromgewinnung beraten.
Afrika hat Kohle und Afrika hat Öl. Aber Umweltgruppen wenden sich gegen die Verwendung dieser billigen Energielieferanten. Stattdessen fordern sie, Afrika und der Rest der Dritten Welt sollen Sonnen- und Windenergie nutzen. Etwas außerhalb von Nairobi finden wir eine erste Solaranlage. Ein Beamter des kenianischen Gesundheitsministeriums hat uns zu einem Krankenhaus geführt, das mehrere Dörfer versorgt. Strom braucht man in dieser Klinik nur für das Licht und einen Kühlschrank, in dem Impfstoffe, Medikamente und Blutkonserven aufbewahrt werden. Die Energie liefern zwei Sonnenkollektoren. Wie uns Dr. Samuel Mavangi erklärt, stößt die Solarstromversorgung jedoch rasch an ihre Grenzen. Ist der Kühlschrank in Betrieb und außerdem das Licht an, so ertönt ein Alarm. Die Sonnenkollektoren ermöglichen Dr. Samuel Mavangi entweder den Kühlschrank anzuschalten oder das Licht. Nicht aber beides gleichzeitig. Tut er es dennoch, fällt der Strom ganz aus. Wind- und Solarkraft sind nicht nur notorisch unzuverlässige Energielieferanten, sondern auch mindestens dreimal so teuer wie konventionelle Formen der Stromerzeugung. Man sollte sich fragen, wie viele Menschen in Europa und in den USA bereits diese Art von Energie nutzen und was sie kostet. Wenn Europäer und Amerikaner sie teuer finden und wir hier von armen Afrikanern reden, dann ergibt das keinen Sinn. Die reichen Länder können sich luxuriöse Experimente mit anderen Energieformen leisten. Aber bei uns geht es ums nackte Überleben. Für den ehemaligen Umweltschützer Paul Dreesen ist die Forderung, dass sich die ärmsten Länder der Erde auf die teuersten und ineffizientesten Formen der Stromgewinnung beschränken sollen, der moralisch verwerflichste Aspekt der ganzen Klimakampagne. Lassen Sie mich eines ganz deutlich sagen. Wenn wir der Dritten Welt nur Wind- und Solarenergie erlauben, dann bedeutet das in Wirklichkeit, dass wir ihnen gar keinen Strom zugestehen. You cannot have electricity. The challenge we have when we meet. Wenn uns westliche Umweltschützer empfehlen, Sonnen- und Windenergie zu nutzen, stehen wir vor dem Problem, wie wir Afrika industrialisieren sollen. How we can have Africa industrialized. Because ich sehe nicht, wie man mit einer Solaranlage ein Stahlwerk betreiben soll oder zum Beispiel ein Eisenbahnnetz. Das funktioniert vielleicht bei einem kleinen Transistorradio. In dieser ganzen Umweltdebatte kristallisiert sich ganz deutlich heraus, dass jemand entschlossen ist, den afrikanischen Traum zu zerstören. Den Traum vom Fortschritt. Die Umweltbewegung ist die stärkste Kraft zur Verhinderung von Fortschritt in den Entwicklungsländern geworden. Wir sollen unsere Ressourcen nicht nutzen. Nicht unser Öl, nicht unsere Kohle. Aber das wäre Selbstmord. Ich glaube, es ist berechtigt, wenn ich sie unmenschlich nenne. Gut, man muss Menschen nicht für wertvoller halten als Wale oder Eulen oder was auch immer. Aber Menschen als eine Art Abschaum zu betrachten, ist mit Sicherheit nicht richtig. Es in Ordnung zu finden, wenn Millionen Menschen erblinden oder sterben, kann ich einfach nicht begreifen. Die Theorie der von Menschen verursachten globalen Erwärmung ist mittlerweile so etabliert, die Stimmen der Skeptiker so erfolgreich zum Schweigen gebracht, dass sie unbesiegbar scheint, nicht zu erschüttern, wie schlagkräftig die Beweise auch immer sein mögen. Der Klimaalarm hat nichts mehr mit Vernunft zu tun. Es wird weiterhin Menschen geben, die glauben, das sei der Weltuntergang. Insbesondere, wenn zum Beispiel ein führender englischer Wissenschaftler verbreitet, zum Ende des Jahrhunderts werde der einzige bewohnbare Ort der Erde die Antarktis sein. Dort könne die Menschheit vielleicht dank einiger fortpflanzungswilliger Paare überleben. Das wäre höchst amüsant, wenn es nicht so traurig wäre.
Wenzel said. What's tomorrow's weather? What's the law? What's the high?